Keine Frage, im Projektmanagement hat man immer viel um die Ohren. Aber es gibt so Tage oder manchmal Phasen, da denkt man, das fliegt einem alles um die Ohren. Man fühlt sich dem Burnout nahe. Zu viele Informationen, zu viele Entscheidungen zu treffen. Ständig kommen Mails rein, WhatsApp-Nachrichten, Anrufe. Jemand kommt wie hier im Coworking-Space ständig an euren Tisch und will etwas. Und ihr habt das Gefühl, ihr schafft eure eigenen Aufgaben nicht. Das ist ein ganz normales Gefühl, keine Frage, das kennen wir alle. Mit der Zeit wird das auch ein bisschen smoother, weil man dann irgendwo auch so ein paar Routinen entwickelt, wie man damit umgeht. Und eine Routine, die mir sehr geholfen hat, ist das Eisenhower-Prinzip. Und beim Eisenhower-Prinzip geht es darum, richtig zu priorisieren. Und das geht ganz gut, indem man das, wie Eisenhower das vorgeschlagen hat, mal in einem Koordinatensystem betrachtet mit zwei Achsen. Eine Achse ist die Wichtigkeit und eine Achse ist die Dringlichkeit. Bei der Wichtigkeit geht es darum, bei jeder Aufgabe, die reinkommt oder Entscheidung, zu überlegen, okay, wie groß ist tatsächlich die Tragweite? Wie stark oder groß sind die Konsequenzen, wenn diese Aufgabe nicht oder nicht sofort oder nicht in dem Umfang oder von mir persönlich erledigt wird? Ganz ehrlich, ne, dass man das nochmal in die Waagschale legt. Und bei der Dringlichkeit geht es darum einzuschätzen, muss das wirklich jetzt sein oder kann das nicht auch zu einem späteren Zeitpunkt sein? Weil es ist ganz wichtig, auch gerade beim Selbstmanagement, und darum geht es ja letztendlich, die Kontrolle über seinen eigenen Zeitplan wieder zu gelangen, damit man eben auch nicht dieses Gefühl von Kontrollverlust, von negativem Stress hat. Und das geht ganz gut, indem man kritisch hinterfragt, okay, also nur weil ich jetzt sofort diese Nachricht bekommen habe, wie zum Beispiel über WhatsApp oder E-Mail oder jemand an meinen Tisch kommt, wenn ich gerade arbeite, heißt das noch lange nicht, dass ich sofort darauf reagieren muss. Oder man kann auch sagen, halt, stopp, talk to my hand, ich habe jetzt gerade zu tun, ich komme gleich zu dir rüber, ich mache diese Aufgabe aber zuerst zu Ende. Genauso, wenn ihr vielleicht eine wichtige Hausarbeit abgeben müsst und werdet ständig abgelenkt, dass ihr eure Umwelt vielleicht über eine Statusmitteilung teilhaben lasst, dass ihr jetzt mal bis 20 Uhr in der Bib seid, also im Tunnel, und bis dahin keine Nachrichten beantwortet, damit ihr dann nicht später irgendwie saure Nachrichten kriegt, warum ihr nicht auf die WhatsApp-Nachrichten antwortet seit 2 Stunden. Das muss man auch so ein bisschen erzieherisch sein Umfeld mitteilen. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Kommunikation entsprechend auch mit Respekt höflich gestaltet, aber auch sehr klar macht, wo eine Grenze ist, dass ihr auch Zeit für euch und für eure Aufgaben gerade braucht, dass ihr priorisiert. Es gibt 4 Prioritätsstufen sozusagen für euch, für den Hinterkopf. Man muss das jetzt nicht so genau abwägen. Es geht nur darum, dass ihr mal so grob in diese Richtung denkt. Und wenn zum Beispiel die Wichtigkeit sehr hoch ist, aber die Dringlichkeit sehr gering, was habt ihr dann für Optionen? Nach Eisenhower habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, dann neu zu terminieren, weil die Dringlichkeit ist ja nicht so groß. Das muss man rechtzeitig kommunizieren, damit das andere Gegenüber auch noch die Möglichkeit hat, diese Ressource Zeit sinnvoll für sich dann neu zu verplanen. Oder andere Möglichkeit ist, zu delegieren. Und das spricht natürlich wieder dafür, dass man Aufgaben sorgfältig dokumentiert, zum Beispiel in der Projektmanagement-Software, transparent arbeitet, damit es relativ leicht ist, so einen Übergang zu schaffen zu jemand anderen, der oder die für euch die Aufgabe dann vielleicht sogar dauerhaft übernimmt. Oder es ist genau andersrum. Die Wichtigkeit ist sehr gering, aber die Dringlichkeit, die ist sehr groß. Zum Beispiel bei einer Frist, die sich nicht verschieben lässt. Und hier habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, entweder auch wieder zu delegieren an jemand, der oder die gut eingearbeitet ist, wo man auch so ein bisschen Vertrauen hat. Ah, da ist aber auch immer wichtig, dass man den Leuten auch den Raum gibt, in so eine Aufgabe reinzuwachsen. Ja, und auch mal einen Fehler zu machen. Habt ihr vielleicht am Anfang auch. Wenn ihr das nämlich nicht macht, wenn ihr den Leuten nicht den Raum gibt, sich da auszuprobieren, auch Fehler zu machen. Natürlich auch betreut von euch als Mentor, ne? Also die Aufgabe nicht nur delegieren und sagen, nicht mehr mein Problem, sondern ihr müsst natürlich noch dranbleiben in der Kommunikation und auch Resonanz geben. Aber wenn ihr das macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass die das in eurem Sinne machen, dass ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid, als hättet ihr es selbst gemacht. Das ist die eine Option. Die andere Option wäre bei geringer Wichtigkeit, hoher Dringlichkeit, die Aufgabe in sich zu minimieren, damit sie in dieser Zeit noch zu schaffen ist, bis diese Frist abläuft. Indem man zum Beispiel den kleineren Antrag macht, ne, oder eine Aufgabe, eine Teilaufgabe vielleicht weglässt, damit sich das in dem Zeitraum noch machen lässt. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass vielleicht sowohl die Dringlichkeit als auch die Wichtigkeit ziemlich gering sind. Warum dann nicht vielleicht sogar die Aufgabe ganz streichen? Auch das gehört dazu, die Priorität Papierkorb sozusagen, die Rundablage, dass man sich auch mal von einer Aufgabe oder dem Teil einer Aufgabe von einer Entscheidung ganz trennt. Das kann auch passieren. Oder aber das Gegenteil. Wenn sozusagen die Wichtigkeit ganz hoch sind und die Dringlichkeit ganz groß, dann spricht das sehr dafür, dass ihr die Aufgabe selbst macht und zwar sofort. Chefsache sozusagen. Bei allen anderen Aufgaben und Entscheidungen immer auch überlegen, ob man nicht, wie gesagt, neu terminieren kann, delegieren an jemand anderes oder eben die Aufgabe sogar ganz eliminieren.